Ja, hallo. Willkommen. So, 1 Stunde in Hollow Knight. Ja. Ich streame es aktuell und ja, jetzt bringe ich mal 1 Stunde hiervon auf den Kanal. Nach meiner Zeit kam schon ein YouTube Short. Deswegen war zum Quatsch hier hoch, aber ja. Ich habe einfach mal gerade 1 Stunde, habe irgendwie noch Bock, eine Stunde zu spielen und ja. Wir werden es im nächsten Stream auch wieder durchspielen. Da will ich erstmal so ein bisschen ein Update zeigen. Ich will mal sagen, warum ich dieses Spiel so cool finde. Erstmal kurz einen Schluck Wasser trinken. Was ich nämlich echt cool finde, ja. Generell in diesem Spiel einfach, weil man nach und nach einfach so viele verschiedene Fähigkeiten gelernt hat und das ist halt einfach. Ist halt einfach cool so. Dadurch, dass das Spiel einfach immer besser und immer angenehmer wird und Mann, was redet hier schon wieder. Und ich will mit euch einfach mal so ein bisschen, ja. Ein bisschen durch die Welt laufen, ein paar Sachen erledigen, ein paar Bosskämpfe bestreiten, die ich vor der Inpi lang gedrückt habe. Und einfach, ne, so ein bisschen was vorzeigen oder nächste Woche entspannt im Stream. Oder jetzt am Sonntag für euch, ne? Für mich auch am Sonntag. Also entspannt im Stream weitermachen können. Und ja, ich würde einfach mal so ein paar Markierungen, die ich gesetzt habe. Da findet das Finale übrigens statt, hier oben. Aber da gehen wir natürlich nicht hin. Aber so ein paar Markierungen, die ich gesetzt habe, einfach mal ja, untersuchen und würde einfach mal hier runtergehen in die vergessene Wegkreuzung, die ja mittlerweile infiziert worden ist. Und mir dann einfach mal da den Weg dahin kämpfen, einfach mal gucken, wie es da so infiziert einfach ist, ne? Das habe ich halt irgendwie noch nicht so richtig gemacht. Mal so drin gewesen, ja, aber nie so richtig durchgelaufen. Und das machen wir jetzt. Muss nur kurz gucken, wo wir hin müssen. Ich brauche mal. Ja, das habe ich auch erst vor spät entdeckt hier, diese Höhle hier. Keiner fragt mich warum. Aber ich muss kurz, ich bin nämlich noch auf Bosskampf gerüstet. Können wir noch ein bisschen farmen, war. Das ist wirklich ein richtiger Schmarrn. Ja. Irgendwo was rumlaufen, so ein bisschen stabiler Körper wäre eine Idee, aber auch das. Wobei, komm, machen wir mal einen stabilen Körper rein. Auch im Hinblick, dass ich die Bosskämpfe mache und idealerweise mich für die Bosskämpfe jetzt nicht umrüste, so. Vielleicht konnte ich früher auch nicht. Vielleicht war das doch früher gar nicht, dass ich so konnte, oder wurde direkt drüber geblendet, ich glaube, das war das, ne? Na gut, auf jeden Fall, genau, willst du das mit der roten Markierung? Ey. Ich muss jetzt hier da runter dann einfach links rein, so. Wo es tut. Meine Waffe ist halt schon mega stark mittlerweile. Aua, das tat weh. Genau, da rein muss ich. Und gucken wir mal. Kann doch voll einfach hochgehen, das konnte damals auch nicht. So, gib mal her. Ein bisschen Magie. Dankeschön. Was ist hier? Nichts. Ja, mal Geld, glaube ich. So. Das war so einer der ersten Bosskämpfe, die ich dann irgendwie nicht gemacht habe, weil mir die so blöd waren. Ich kann jetzt nochmal meine Magie auffüllen. Gucken wir mal, wie es läuft. Bin ein bisschen nervös, aber wir schaffen das schon. Ah, der. Ja. War jetzt kein ordentlich guter Kampf, aber ich kann es mir erlauben. Sehr schön. Ich wollte gerade machen, ja, Karte. Karte, machen wir die Markierung hier weg. Dann gehen wir nochmal da hinten hin, einfach gucken, was da markiert habe. Ich glaube, da habe ich... What? Ich gehe mal gucken, was da markiert habe. Ich weiß ja teilweise halt einfach auch nicht mehr so, ne? Was war hier? Hier war die Bank, genau. Also du hast mir was beigebracht damals, ne? Ich erinnere mich. Gehen wir mal wieder. Wo ist diese... Ah, hier irgendwo, ne? Die Leute sind halt ätzend, dass dann einfach die Wege komplett blockiert sind, dass ich halt einfach nicht hinkomme. Na gut, das ist halt so. Dann ist das halt so, dann kann ich halt auch nicht viel gegen tun. Also halt irgendwie so ein bisschen nervig, da kannst du halt von der Station da hinkommen. Wo habe ich denn noch irgendeine Markierung gesetzt? Gar keine mehr. Manu. Also du kannst ja diesen Traum da machen. Da unten sind wir eigentlich sogar auch ganz sinnvoll. Da ist auch nochmal was. Ah gut, das war irgendwie anders. Da unten ist halt die Larve als Boss. Da ist auch nochmal irgendwie was. Ich weiß nicht, ein Tor oder sowas nicht öffnen kann, ich weiß auch nicht. Nee, komm. Komm, das finde ich dann auch so ein bisschen unnötig, so dass jetzt hier irgendwie die ganzen Wege blockiert sind. Naja gut, gehen wir mal hoch zur Bahn. Oh, wir mit einfach in Ruhe. Nee, ich bin mir nicht sicher, dass da früher einfach immer so ein Übergang war. Und ich jetzt seit Neuestem so ein bisschen länger hier hochklettern muss, um den Übergang zu bekommen. So. Gehen wir jetzt nochmal ruhig zu unserer vergessenen Wegkreuzung. Ich will mir nochmal hier kurz den Punkt da anschauen. Könnte leider irgendwie so ein Traum war. Man müsste denn eigentlich anders markiert sein, ich weiß es nicht. Ich muss dann nach unten. Ja, hier ist auch noch auch gesperrt. Ich muss nach oben nach links. Okay, weil der Weg nach unten ist hier nämlich auch gesperrt. Da unten, ne? Ist ein bisschen. Hier? Ja. Ja, mach ja alles bumm, ist okay. Aua. Wir hätten doch einen Bonus-Bosskampf. Hier war mal ein Bosskampf. Wird er wiederbelebt? Ja, und hier rum war irgendwie so ein Traum. Typ oder keine Ahnung. Warte, ich muss hier nochmal weiter hoch. Ja, für die ganzen Bosskämpfe muss ich mich halt irgendwann mal einfach mal wirklich richtig ausrüsten, so. Und ich bin es halt jetzt gerade nicht, weil ich gerade so im Erkundungsmodus bin. Ich hoffe einfach nur, dass ich halt mit meinem Plus an Stärke halt so ein bisschen regeln kann. Ja, keine Ahnung. Nee. Das sehe ich noch nicht. Also, ich muss mich halt darauf besser vorbereiten, so. Und die kämpfen dann noch so ein bisschen brutal. Gibt es so ein paar Träumer, die man halt in der echten Welt bekämpft? Die sind einfacher dagegen. Also halt der hier, ne? Nur halt nochmal einen stärker. Und für die. Ich muss da halt entsprechend ausgerüstet sein, das bin ich halt gerade einfach nicht, ne? Der Typ hat mir gerade schon so ein bisschen Sorge bereitet. So, wo gehen wir hin? Wo gehen wir hin? Ja, da so, ne? Würde ich einfach sagen, aber hier kommt es am besten hin. Ja, komm, ich gehe jetzt einfach ins entfernte Dorf, ich werde das schon überleben. Weil der Weg, den wir halt jetzt nehmen müssen, ist nicht so angenehm. Aber wir überleben es. Wir haben auch keine Bank. Naja, dann haben wir halt keine Bank. Bin ich denn jetzt schon wieder gespawnt? Oh, Schuss. Ja, da ist das gleich ein Ding, so. Das habe ich irgendwie damals nicht erreicht. Ich glaube, da hat auch wirklich einfach nur Angst, halt zu sterben. Gucken wir mal. Ja, da oben ist das auch irgendwie. Die Gärten der Königin, genau. Sind ja auch eine Sache. Gärten? Okay, die Gärten sind wirklich groß so. Okay, durch kann ich. Oh, wie viel Treffer hält der lautet, wo ich mein Wert halt auch im letzten Stream zweimal wirklich gelevelt habe. Nicht so viel, sehr gut. Man nutzt hier gleich irgendwie so. Meine Schüsse werden nicht stärker, ne? Weil die sind halt mittlerweile eigentlich nicht mehr so verlässlich. Dann nur ein kleiner Bonus, so. Ich glaube, wir sind einfach abgehauen, so, weil ich gestorben bin. Oder? Oder jetzt einfach nicht. Ich war ja schon. Und hab vergessen, die Markierung wegzunehmen. Oder ist das hier? Gucken wir mal, ne? Das heißt, nicht so unglaubwürdig, dass ich vergessen habe, die Markierung wegzunehmen, so. Aber... Ah, so scheint es auch so sein, tatsächlich. Na gut, dann weg mit dem Quatsch. Ich glaube, den hier, ich glaube, der hat dagegen den auch gut gesehen. Dann gehen wir da einfach mal hin, wobei ich da glaube ich erstmal zu der Bank gehe. Was hier oben? Okay, der Tod. Aber er wird erstmal kurz zur Bank gehen. Meine Güte. Ich hab sie doch nur von der Seite berührt. Ja, da oben war ich. Ja, da geht's weiter. So, ist okay. So. Ja, da oben hin wollte ich jetzt. Genau, genau. Schauen wir mal da vorbei. Weg mit dir. Wo lang? Wieder links und nach oben. Gehen wir hier lang. Na, genau, das wollte ich. Ich gehe mal hier oben lang. Ich gehe mal hier oben lang. Ja? Ja. Und dann irgendwie nach... erstmal hier runter so und dann irgendwie gleich den Weg wieder nach oben finden. Das müssen noch Gegner sein, die dann irgendwie nochmal als Monster zurückkommen. Hier auf dem Weg, ne? Genau, jetzt einfach mich links halten und dann bin ich da. Hier, ne? Ja. Ich muss jetzt eigentlich der Traum, der Real-Life-Traum gewesen sein. Korrigiert mich da gerne, ne? Was sind jetzt Träume? Und wie halt, Träume sind, glaube ich, schon die, die schlafen, wo es dann eindringen, ne? Aber irgendwie sind dann irgendwie Geister so, keine Ahnung. Ich bin mir mit den Vokabeln nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, da ist der Typ. Hi, ich komme gleich zu dir. Ich will nur kurz ein bisschen vorbereiten. Was ich ohnehin nicht gemacht habe, weil es mir keine anderen Ausrüstungsgegenstände gegeben habe, aber was soll's. Hallo Lavenza. Ich kann die irgendwie... Mann, lass mich doch mal... Das war auch ein guter Kampf. Aber was soll's. Unglaublich, es wurde endlich besiegt. Es fühlt so an, so uns zu unterlegen. Aber trotzdem, ich bin stark, oder nicht? Wenn du unseren König liest, würdest du ihm noch von meinem Heldentum berichten. Ja. Kling, Einstimmung. Ja, für 600 Dinger, ne? Ja, schön, dass es doch schafft, hier einfach ohne mich so gut vorzubereiten. Aber hey, wie hat wer verdient gewesen? Aber hey, ne? Ist cool, dass es auch so funktioniert. Sowas mag ich, wenn man einfach stärker wird, so. Gut, was machen wir jetzt? Ja, da ist noch irgendwas, ne? Da ist halt ein Boss, so, den ich theoretisch schon mal machen könnte. Hm. Wie komme ich denn da am besten hin? Ja, da runter mit der Bahn dann, ne? Hey, ich mach mal Speedruns to it. Denn jetzt bin ich direkt hier. Ohne Seelen, aber gut, die kannst du ja hier auffüllen. Gut, dann gehen wir jetzt einfach mit der Bahn fahren, eine Station, dann gucken wir mal. Wo möchte ich jetzt nochmal hin? Ja, eine Station mit der Bahn fahren, dann mit dem... Hey, wie komme ich denn da hin? Ich weiß nur, ja, komisch da hinzukommen. Weil da oben müsste ich links reinkommen. Oh nein. Oh, was ist das hier? Ich bin gestern schon gefühlt 100 Mal durchgelaufen. Oh. Komm, mach Platz. Im Prinzip also an Geld brauche ich auf jeden Fall 15.000. 1.000, naja, 15.000, ja. Für einen weiteren Erwerb. Gut, auf jeden Fall... Das sind kündige Wasserwege, ja gut. Da wollen wir auf jeden Fall sowieso hin. Da werde ich mich bei der Bank da auch wirklich nochmal ausrüsten. So, ich glaube, ich muss da oben. Ich werde probieren, ob ich den anderen Weg da auch gehen kann, aber ich glaube, das funktioniert nicht. Bin ich hier überhaupt? Ah ja. Ein bisschen Ruhe. Ihr seid immer noch nervig, so. Gut, jetzt geht's hier hoch. Und natürlich kann ich meine Seelen, meine Essenz abgeben, die ich gerade gesammelt habe durch diesen Träumer. Ja, einmal gibt es halt hier eine Möglichkeit, da komme ich halt nicht durch, ne? Das sehen wir, glaube ich. Aber da weiter oben, es müsste eigentlich eine Abkürzung frei sein, die ich von einer Seite geöffnet habe. Jetzt gleich links. Da, genau. Na, der Bosskampf, hier war ein Bosskampf. Ja, jetzt kann man hier auf jeden Fall von links so. Ich denke, das ist gleich beim Bosskampf. So richtig heilen kann ich mich dann, glaube ich, nicht so gut. Das heißt, auf heilen würde ich dann eigentlich nicht gehen wollen. Wenn er so raushauen, raushauen, spam, spam, spam. Müsste eigentlich ganz gut funktionieren. Ja, und auch stabilen Stand brauche ich dann auf jeden Fall nicht. So, dann gehen wir mal. Ja, brauche ich nicht. Ja, nimm mal das hier. Da habe ich nämlich ein paar mehr Leben. Schneller laufen. Genau, und das hier. Das hier. Und der Qual, das hat auch Schaden verteile, wenn ich halt rauslege. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Herzen habe ich jetzt. Das ist geil. Ich darf natürlich nur nicht getroffen werden, weil dann... Ne, ist halt doof. Genau deswegen so. Ja, die Fähigkeit ist scheiße hier bei dem... Oh, hi. Die Fähigkeit ist scheiße hier, ganz ehrlich, weil ich muss... Boah, ich werde die ganze Zeit von allem und jeden hier getroffen. Ich glaube, ich bin so unten lang, natürlich. Kann ich gleich direkt wieder zurückgehen, Lo, ganz ehrlich. Ja, gut. Das war jetzt... Den hätte ich wohl viel früher machen können, auf jeden Fall. Für manche auch einfach gerade nochmal stehen konnte, so kam, was er damals hatte, so. Penner. Egelnest, neuer... Lebender Talisman aus dem Darm einer Egelmatrone. Verwandelt den Zauber-Rachegeist in eine Horde explosiver Egelbabys. Was ist der Rachegeist-Zauber? Sorry, das ist die Frage. Das ist Rachengeist. Ah ja. Wie teuer ist das? Reihe. Aha. Ja gut, ne? Aber den habe ich eigentlich ganz gut gemacht, wurde die ganze Zeit getroffen, dachte er so, okay, jetzt holen wir dann den Schild nochmal, ne? Den Heilschild, so. Aber gut, brauche ich dann auch nicht. Speedrun-Taktik. Und Safety-Taktik. Ich will immer noch was hier. Auf der zweiten Ebene damit bin. Gut, weg und weg. Bioschwamm. Also Rachegeist quasi auch angreift. Das ist eigentlich so mal. Ich will mir mal angucken. Keine Ahnung. Vielleicht brauche ich dafür MP. Na gut, dann weg damit. Gut, wo gehen wir hin, Leute? Den Punkt, die konnte ich mal wegmachen. Ja, den Punkt, da verstehe ich halt immer noch nicht so ganz. Aber da war auf jeden Fall noch irgendwas. Vielleicht war es auch einfach nichts. Da war einfach nur ein Raum, wo ich hin kann, keine Ahnung. Mit Längen fast schon sagen. Ja, es gibt halt eigentlich nichts mehr zu tun. Nur hier ist halt irgendwie ein Traum. Pro Traum, das mache ich mal hier rot, so, ne? So. Ist ja ein Bosskampf, ne? Ja, hier kannst du was bekommen. Angeblich soll es hier unten noch weiter können. Aber ich habe das hier schon komplett ohne euch gemacht. Im Discord, von daher will ich mal nicht so ganz sein. Ja, dann sollst du halt auch mal Bahnhöfe finden, ne? Idealerweise ist dann hier auch der letzte Bahnhof, ne? Apropos, was ist das hier eigentlich? Kann man ranzoomen? Ne, kann man nicht, ne? Da über den Bahnhof da hoch. Das möchte ich eigentlich mal gerne überprüfen. Ja, wo bin ich denn jetzt? Ich kann hier oben... Ja, komm, einfach oben raus, dann kann ich da einfach auch so Fuß hinlaufen. Wie viele Items habe ich gerade? Ich habe nicht so viel zum Verkaufen, dann mache ich das auch nicht. Nur jetzt... Einfach oben raus, so. Ey! Und dann bin ich ja schon mal im Bahnhof, kann wieder weitermachen. Ich habe letztens den Schmied getötet. Tut mir immer so ein bisschen leid, aber er wollte es halt, ne? Was soll man da machen? Solltet schon so alle abhauen, ne? Weghauen. Haust rein, ne? Ja, die halt unten lang. Penner. Das war was Persönliches gerade. Also nicht wundern. Ja, da oben, ne? Irgendwie Ja, hier irgendwie, was hat da irgendwas hier mit der Tür zu tun? Keine Ahnung. Also jetzt einfach nur... Ja gut, okay. Ja, da ist irgendwann eine unsichtbare Wand, ist okay. Okay, wo will ich hin? Wo möchte ich hin mit euch? Ich kann hier mal die Seelen erstmal abgeben. Bei der ewigen Ruhestätte. Oder halt vorzeigen, nur ist ja kein Abgeben, ist einfach nur ein Vorzeigen. Hi. Okay, Traumfänger, Traumträger. Vergänglicher Talisman? Ich glaube... Gegner mehr Leder. Ja, den Aufladen tue ich halt irgendwie nie. Also, er meinte das hier so. Aber kann er irgendwie das hier? Tue ich halt irgendwie nie. Gut, 700 möchte der haben, habe ich gerade nicht. Okay, wo möchte ich jetzt hin? Eine bekannte Frage von meiner Seite aus. Kann halt auch zur Arena gehen, ne? Die Arena ist auch nochmal eine Sache. Ich glaube, ich gehe einfach nochmal zur Station des Königs und gucken wir mal diesen goldenen Punkt an. Station des Königs und gucken wir den goldenen Punkt an. Ich habe einen besonderen Schlüssel bekommen. Und irgendwo werde ich ihn dann brauchen, vermute mal, entweder da bei dem Punkt oder bei dem anderen. Da links ist auch noch ein grauer Punkt. Na, ich guck mal so ein bisschen. Oh, da hatte ich Glück. Das war... Ich sollte die Viecher nicht angreifen. Manchmal habe ich Glück wegen meines kaum Langnagels. Na, Reg und man hat trotzdem getroffen. Ja, ich habe irgendwie aufgemacht, ich erinnere mich. Ja genau, da kam ich irgendwie von der anderen Seite. Und hab dann halt hier aufgemacht. Okay, die Tür ist immer noch verschlossen. Dann würde ich gerne... Ja, da hinten hin. Eigentlich. Die Tür da unten näher. Ja, komm, wir gehen da unten. Ich gehe da unten mal gucken. Weil das näher ist so. So viele Raupen fehlen auch. Ich glaube auch so viele Raupen fehlen auch nicht mehr. Das ewige Ruhestätte. Das ist die versteckte Station, ne? Gut, gucken wir mal, was wir da haben. geschützt. Irgendwie, ich will mir das doch einfach mal kurz markieren. Ich markiere jetzt mir Gold. Gut, jetzt einfach hier runter, gucken, ob wir da irgendwie reinkommen. Nicht mit dem Schlüssel auf jeden Fall. Dann brauchen wir den Schlüssel vielleicht da oben. Dann brauchen wir den Schlüssel vielleicht da oben. Gucken wir mal, was wir hier haben. In der Regel erwartet das Spiel jetzt keine Blindsprünge, tatsächlich. Was mit dir? Ja, wir gehen halt hier drunter, da sieht man ja schon so ein bisschen was, ne? Da gehen wir jetzt wahrscheinlich hin und gucken wir mal. Gucken wir mal. Ich habe keinen festen Stand, ne? Was ist das hier für ein komischer Ort? Ja, wir waren sehr tief runter. Aber es ist noch ein uraltes Becken. Oder wirklich komplett neue Gebiete erwarte ich eigentlich, weil wir auch keine Karten mehr bekommen können. Von daher. Oh, komm. Hier verdammt tief runter. Stell die Frage, was ist das ausgelöst, dass wir rein konnten, ne? Irgendein Fortschritt halt. Der Abgrund. Ah, ich sehe schon. Oh, Schattengegner, sehr gruselig. Ich werde mal nach links. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Komm, ich will da mal gucken. Nö, gut. Dann später eigentlich. Aber ich denke dann dran. Schöne One-Hits, ja. Oder gehen wir hier lang? Palastgründe. Jo. Ja, das ist einfach nur... Wasser, da es nicht rein darf, ist okay. Damit arbeite ich gerne. Wir sind ziemlich tief unten. Da werde ich mich gleich mal rüber düsen lassen. Ekelhaft. Was? Ich bin nicht hierher gekommen. Ich bin hier und dann bin ich auf einmal hier. Ich denke mal, die Geisterlichtung könnte jetzt spannend sein. Sehr schön. Ich lebe mich nicht mehr auf der Map. Ich habe das Gefühl, ich kriege so eine Fähigkeit, die ich schon länger haben will. Ich guck mal. Da unten kommen wir auf jeden Fall nicht lang. Bei vielleicht auch nicht, ne? Keine Ahnung, so, ne? Ja, einen Augenblick. Fest. Schattenumhang absorbiert. Oh, oh mein Gott. Okay. Okay. Ich kann hier durch. Arkanes Ei. Was ist das denn? Oh, Rossen verkaufen nicht. Und damit komme ich jetzt auch durch die ganzen Schattenwände durch. Ja gut, dann haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen das eine oder andere noch zu tun. Ich vermute mal... Ja, das komme ich doch... Ja, keine Ahnung. Ah. Jetzt komme ich durch die Dinger durch. Was ist gerade passiert? Und einfach eine Sackgasse doch schon wieder. Chance dazu. Ja. Sorry. War eigentlich auch so eine Fähigkeit, die ich irgendwie erwartet habe. Dass ich irgendwann einfach da durchdashen kann. Oh, was ist das da? Da war ich gerade. Ja. Was ist hier? Da war ich auch gerade. Es war auch mies versteckt, so, ne? Ja, ansonsten gibt es dann schon gar nichts mehr, so. Nur halt, ich muss den Weg wieder zurücklaufen. Weil ich das so ein bisschen dämlich finde. Ich würde mal jetzt nochmal kurz das andere Ende schauen. Da jetzt vielleicht irgendwas ist, ne? Nö. Warum dann? Teleportiere ich mich mal zurück. Okay, das ist ein bisschen enttäuschend. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Ja gut, dann. Zumal jetzt, naja, jetzt muss halt wieder den Weg hochlaufen, so, ne? Das ist ein bisschen dämlich, finde ich aber gut. Und das ist halt noch kurz bei der Geisterstadt vorbei, dann sind wir jetzt auch schon durch, ne? Da werden auch die Geister alle getötet. Jetzt muss ich wieder hoch, so, ne? Das ist ein bisschen. Wenn man mal so gut möglich, dass ich noch was übersehen habe, ne? Aber. Das ist auch ein nettes Gebiet auf jeden Fall. Ich muss hier nur irgendwie hochkommen. Warum muss da ein Checkpoint? Naja klar, damit man halt diese Fähigkeit übt, ne? Von daher ist das schon gut so. Aber trotzdem. Ich habe jetzt nicht so Bock hier den Weg nochmal hochzulaufen, weil ich bin jetzt schon dabei, ne? Von daher passt das schon. Da finde ich hier nochmal so schöne Monetenquellen. Und, naja, sobald hier wirklich irgendwas richtig Relevantes finde, dann bin ich sogar zufrieden, so, ne? Dann bin ich so geil. Und sollte aufpassen, dass ich nicht mit nur runterspringe. Dankeschön, Stacheln. Hopp, hopp. Wie sieht's aus? Ah, gut. Da sind wir doch schon. Oh, hi. Geist, du hast dich also deinem Geburtsort gestellt und umhüllst dich jetzt mit deinem Schatten. Unsere Kräfte haben ähnlichen Ursprung, aber diesen Teil von dir, diese essentielle Lehre, haben wir nicht gemeinsam. Komisch, dass solche Dunkelheit mir Hoffnung gibt. In ihr sehe ich die Möglichkeit auf Veränderung. Dir steht eine schwierige Reise bevor, doch sie könnte dir auch eine Wahl öffnen, den Stillstand unserer Welt zu erhalten oder in das Herz ihrer Krankheit vorzustoßen. Dankeschön. Stand da gerade? Er stellte sich der Leere und steigt unversehrt hinauf. Könnte es eine solche unermessliche Dunkelheit vereinen? Ach, Hornet, dankeschön für alles. Na gut, da haben wir auch eine Begründung dafür, dass wir nicht weiter konnten, einfach nur für Story. Ich habe gerade zwei Sachen gemacht. Einmal diese Fähigkeit erlangt. Aber halt auch dieses Licht angemacht. Und ich muss da irgendwas mit diesem Geisterding zu tun haben. Da ist eine Bank. Oh. Und dann finde ich das hier gerade so ein bisschen sass, muss ich zugeben. Das markiere ich mir mal. Weil ich das Spiel nicht mehr sass finde. Aber ne? Ihr seht warum, ne? Sieht ja genauso aus wie das hier. Ah gut, das ist... Ja, für den Stream dann was. Gehen wir nochmal kurz zu... Oh, ich kann ja auch von hier leider auch ausreichen, das ist ja nett. Die ewige Ruhestätte. Ich möchte gerne wissen, was ich hier gemacht habe. Weil es war ja von der Karte explizit auch bei dem Typen oben drin, ne? Das war ein bisschen seltsam. Alles gut? Hm. Hat hier irgendwas verändert? Na klar, was das Licht das gebracht hat, Lo. To be honest, aber ist okay. Da möchte ich gerne noch irgendwie kommission da jetzt am besten hin. Ja. Lagerräume der Stadt. Lagerräume der Stadt ist ein guter Punkt. Ich würde sagen, das ist die letzte Amtshandlung für diese eine Stunde drin. Das ist dann hier. Wo sind wir ja rund. Ja. Einmal irgendwie so eine Runde gehen. Kriegen wir schon irgendwie hin. Dann im Stream am Sonntag. Da kann man jetzt hier unten lang gehen auf jeden Fall. Hier geht Garten der Königin sowieso, klar. Es hatte jetzt auch irgendwo eine Stelle, wo so eine Schattenbarriere im Weg war. Ja, es war irgendwo, hier war auch nochmal so eine Öffnung. Und da war dann auch irgendwie eine Schattenbarriere im Weg. Ich will nur gerne herausfinden, wo genau das ist. Finde ich gerade nicht. Wer sollte mir das markieren, wenn ich das gleich finde? Irgendwo ist es ja auch nochmal so ein bisschen offen, die Map. Und da war dann so ein Übergang. Ha. Finde ich jetzt nicht, leider. Hilfe, wie viel ist es? 9:21 Uhr. Und ich will das jetzt sehen. Hä? Hier unten irgendwo? Ja, das ist ja immer noch so ein bisschen sass, ne? Muss ich dann auch nochmal merken. Ja. Irgendwo halt, irgendwo halt. Hier dann rechts. Ah ja! Das ist aber auch so ein Abkürzung, den ich aufgemacht habe. Hier, ne? Nee, nicht so. Warte, wo bin ich? Aua. Werde ich jetzt mal nicht benutzen. Damit ich mir dann wieder zurück teleportieren kann, im besten Fall. Ja, tu es. Da weiter nach rechts. Hier war egal, ich gab doch die Magier, ne? Da kommen die sind jetzt auch kein Problem mehr. So, hier im Seelenheiligtum, was herrscht der Dunkelheit? Ich bin gespannt. So. Ich hab einen Schlüssel, mach auf. Den habe ich mir beim Händler gekauft, nachdem ich für den seinen Lagerraumschlüssel gefunden habe. An das Schlüssel-Set schon quasi. Mal gucken, was wir jetzt hier haben. Wieder sehr unverdient auf jeden Fall. Ich bin stark geworden. Das finde ich super. So, was gibt's hier? Näher betrachtet eine Gestalt, die mit einem Gerät einen Augenblick. Oh. Na komm. Da habe ich irgendjemanden befreit, auf jeden Fall. Ne, ich krieg Kraft. Sehr schön. Schattenseele konsumiert. Ah, jetzt mein Schuss stärker. Cool, cool. Jetzt mein Schuss stärker. Oh, weg mit der Markierung. Bin ich vorher reingekommen? Na gut, da war die Tür verschlossen, so, ne, von daher. Cool, cool, cool. Gut, aber ich würde immer noch gerne wissen. Wo dieser Punkt war, den ich gesehen habe. Mit der Schattenbarriere. Station der Königin ist eigentlich ein guter Ausgangspunkt fürs nächste Mal. Ja, da unten ist auf jeden Fall was, na klar. Das da habe ich mir markiert. Hm. Die Arena. Irgendwann. Hm. Ich finde diese Stelle einfach nicht mehr, leider. Na, naja. Wird schon wieder auftauchen in meinem Blickfeld. Hi, wir fahren zur Station der Königin. Und hören auf. Da gibt es noch einen anderen Checkpoint. Naja, egal. Machen wir dann einen Stream am Sonntag. Dankeschön auch wieder fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat gefallen. Mir auf jeden Fall. Das Spiel macht wirklich Bock. So, das war cool. Du hast noch die Gelegenheit, 1 Stunde aufzunehmen. Habt ihr das so geguckt? Habe ich schon 1 Stunde gemacht? Und nee, hatte ich das jetzt nicht. Hoffe ich. Naja, wenn nicht, haben wir jetzt eins. Also wenn doch, haben wir jetzt halt noch eins so. Also haben nachgeschaut. YouTube Creator App. YouTube Studios App hat gesagt, ne, nur das Short. Ah gut, ne? Dankeschön fürs Zuschauen und ja, bis zum nächsten Video auf diesem Kanal oder bis Sonntag im Stream. Bis dann und ciao!